Meine Damen und Herren, das nächste Thema, das jetzt hier beraten wird, hat den lapidaren Titel Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Doch da steht erheblich etwas dahinter, denn es geht um die Zukunft des Autofahrens, das automatisierte Fahren, wo es eine Reihe von Problemen gibt, von Schwierigkeiten, auch von Verantwortlichkeiten gibt. Wer beispielsweise ist verantwortlich, wenn ein Auto ohne Fahrzeuglenker einen Unfall baut? Erster Redner in der Debatte ist jetzt der zuständige Minister Alexander Dobrindt. Für das innovativste Straßenverkehrsrecht der Welt mit einer rechtlichen Gleichstellung vom Mensch als Fahrer und dem Computer als Fahrer. Das heißt im Klartext, in der Zukunft darf der Computer ans Steuer. Das ist in der Tat ein echter Paradigmenwechsel und die größte Reform unseres Straßenverkehrsgesetzes seit dessen Inkrafttreten vor über 100 Jahren. So eine Regelung, die die Innovation der Mobilität abbildet, gibt es bisher auch in keinem anderen Land der Welt. Das heißt, wir übernehmen die Innovationsführerschaft und stellen uns als Autoland an die Spitze beim automatisierten und vernetzten Fahren. Ja, der Sprung jetzt zum automatisierten Fahren ist in der Tat die größte Mobilitätsrevolution seit der Erfindung auch des Automobils. Zum ersten Mal verändert sich durch den technologischen Fortschritt nicht nur das Auto, sondern auch letztlich der Fahrer und damit die Mobilität als Ganzes. Wir werden erleben, dass sich damit die Unfälle erheblich auf unseren Straßen reduzieren lassen. Über 90% der Unfälle sind auf menschliche Fehler zurückzuführen. Die werden natürlich massiv zurückgedrängt werden. Wir erhöhen die Kapazität unserer Straßen. Wir können mit automatisierten Fahrsystemen bis zu 80% mehr Kapazität auf der gleichen Straße abbilden, werden damit die Staus deutlich reduzieren. Und wir werden auch den überflüssigen Parkplatzsuchverkehr, den wir heute in unseren Städten kennen, 40% dessen, was auch gerade hier draußen in Berlin zurzeit stattfindet, ist Parkplatzsuchverkehr. Auch der wird zukünftig so nicht mehr notwendig sein, weil im automatisierten Fahrsystem Parkplätze auch durch den Computer identifiziert und gefunden werden. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil für die Mobilität, neben dem, dass wir dann auch Mobilität bis ins hohe Alter, gerade auch in ländlichen Regionen, möglich machen, individuelle Mobilität mit automatisierten Fahren stärken. All das in der Summe weniger Unfälle, mehr Kapazität, weniger unnötige Straßenverkehre, die stattfinden. Das sind große Vorteile. Und ich habe gerade mit einer Gruppe von Landfrauen aus dem Pfaffenwinkel, die mich hier besucht haben, darüber gesprochen. Alles große Fans des automatisierten Fahrens. Das ist so das, was bei den Menschen ankommt. Also alle spüren, dass sich das Leben in der Mobilität radikal, grundlegend revolutioniert. Und die meisten freuen sich auch darauf, dass wir in ein neues Zeitalter mit dem automatisierten Fahren kommen. Es wird bei allen Start-up-Unternehmen, ob im Silicon Valley oder in Deutschland, kein Thema so intensiv gerade bearbeitet wie das automatisierte Fahren. Übrigens, die großen digitalen Konzerne sind da genauso intensiv dabei, an selbstlernenden Systemen zu arbeiten, dem sogenannten Deep Learning, an Algorithmen, die also ihre eigenen Erfahrungen selbstständig dann auch wieder umsetzen, um in vergleichbaren Situationen optimiert zu reagieren, künstliche Intelligenz, die dahinter steht, die Autos zu lenken. All das kombiniert mit der modernsten Sensorik, Kameratechnik, intelligenten Karten. Alles das ist etwas, was in wenigen Monaten Realität in den Autos auch sein wird und natürlich dabei auch eine enorme Auswirkung auf die Frage der Wertschöpfung eines Automobils hat. Alle die, die heute zurzeit an Softwarelösungen für Autos arbeiten, die wollen letztlich einen Teil der Wertschöpfung
diese Autos für sich gewinnen. Und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diese Wertschöpfung der Autos aber auch hier im Autoland Deutschland bleibt und nicht in die asiatischen Märkte oder vielleicht nach Amerika abwandert. Klar auf jeden Fall ist, dass sich der Wettbewerb um die Wertschöpfung des Autos, die verändert die Grundlage auch für Wachstum, für Arbeit und für Wohlstand. Wenn wir diesen Wettbewerb verlieren sollten, dann ist auch Arbeit, Wachstum und Wohlstand in Deutschland infrage gestellt. Und deswegen wollen wir an der Spitze dieser innovativen Bewegung sein. Der zweite Platz ist dabei keine Alternative. Und deswegen habe ich schon zu Beginn meiner Amtszeit eine umfassende Strategie zum automatisierten Fahren aufgesetzt. Ein Element dieser umfassenden Strategie ist das digitale Testfeld Autobahn auf der A9 in Bayern, in der wir Echtzeitkommunikation auf der Straße zeigen können, indem wir eine intelligente Sensorik in der Straße aufgebaut haben, die es möglich macht, dass die Straße selber mit ihren eigenen Daten, die sie erhebt, wirklich real mit den Autos kommunizieren kann. Das ist etwas, was in keiner anderen Region der Welt so möglich ist. Wir haben es geschafft, dass die Autos aus dem Labor herauskommen, auf der Straße in einer echten Fahrsituation im Realverkehr weiter erforscht, entwickelt werden, die neuen Technologien erprobt werden, um auch die Grundlage dafür zu geben, dass wir beim automatisierten Fahren in der Tat die meisten Patente auch in Zukunft anmelden, so wie bisher auch, und dies nicht in andere Regionen der Welt abwandert. Allein die Tatsache, dass man eine Straße so mit Sensorik ausstattet, dass sie mit eigener Intelligenz einen echten Kommunikationsvorgang mit den Autos schaffen kann und mit dieser Zahl der Daten dann auch in der Lage ist, diese neuen Fahrzeuge in einem Realverkehr wirklich zu zeigen, ist sensationell, sodass inzwischen auch die internationalen Unternehmen im Bereich des Automobilsektors, der Zulieferer, alle auch darauf zugreifen und auf unserem digitalen Testfeld ihre Fahrzeuge erproben. Bei der Änderung unseres Straßenverkehrsrechts geht es konkret darum, dass wir den hoch- und vollautomatisierten Fahrsystemen die Fahraufgabe übergeben wollen. Das ist eine rechtliche Situation, die dahinter steht, und natürlich eine Haftungssituation, die gleichermaßen dahinter steht. Auch diese Haftungsfragen haben wir in unserem Gesetz geklärt. Wenn der Computer fährt, dann haftet am Schluss der Hersteller. Auch das ist die klare Botschaft an all diejenigen, die diese Fahrzeuge entwickeln und die, die sie nutzen wollen. Wir zeigen klar und deutlich, dass die Digitalisierung in unserem Land eine ganz große Chance hat und wir sie unterstützen. Wir setzen auf Innovation und Stagnation. Wir setzen auf Innovation und nicht auf Stagnation. Und das heißt, dass wir uns der Digitalisierung mit großen Schritten nähern. Ich habe, wenn Sie hier zurufen, Herr Krischer, natürlich auch gesehen, was in Ihrem Fraktionsbeschluss zur Zukunft des Automobils steht. Sie reden beim automatisierten Fahren nicht über Chancen. Sie reden über Datenschleudern, Sie reden über Datenkraken, Sie reden darüber, dass es eine Gefahr gäbe. Ich kann Ihnen an der Stelle nur sagen, wer die Chancen hier nicht erkennt, wer nicht endlich erkennt, dass Digitalisierung und Daten der Rohstoff für unseren zukünftigen Wohlstand an der Stelle ist, der verspielt eine ganze Menge an Zukunftschancen für die nächste Generation, meine Damen und Herren. Ich habe allerdings auch erkannt, dass Sie bei Ihrem letzten Parteitagsbeschluss ja dann auch noch über diese Fragen Verkehrswende diskutiert haben. Da übrigens auch kein Wort zum automatisierten Fahren. Stattdessen haben Sie das große Potenzial der Lastenfahrräder beschrieben.
In Berlin haben Sie sogar in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, das kann man machen. Rikscha statt Fahrcomputer, das ist Ihr Mobilitätskonzept für den 21. fürs 21. Jahrhundert. Aber da kann ich Ihnen sagen, es gibt eine ganze Reihe von Dritte Weltländern, die mit aller Kraft daran arbeiten, dass sie von der Rikscha wegkommen. Sie wollen uns dahin führen, also wo andere die Vergangenheit sehen, da sehen Sie unsere Zukunft. Das ist beim besten Willen kein Garant für Arbeit, für Wohlstand und für Wertschöpfung. Wir gehen den anderen Weg. Wir gehen konsequent den Weg ins automatisierte Fahren. Dankeschön. Vielen Dank. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt war das, der hier den Gesetzentwurf vorgestellt hat. Ihm antworten wird jetzt für die Linksfraktion deren Abgeordneter Herbert Behrens. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, ich wäre schon mal froh, wenn hier im Autoland Deutschland, wie Sie es bezeichnen, die Automobilkonzerne in der Lage wären, die von Ihnen vereinbarten und gemessenen Grenzwerte eingehalten werden und keine Gefahren, gesundheitliche Gefahren dieser Art mehr ausgehen müssen. Hier geht es jetzt, der Titel ist zu lesen, um das Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Das hört sich wirklich nicht sonderlich spannend an. Schließlich geht es in diesem Gesetz um solche Dinge wie Führerschein auf Probe oder Bußgeldkatalog oder Haftpflichtfragen. Doch diese Änderung, die heute vorliegt, geht weit, weit darüber hinaus. Es geht um automatisiertes Fahren, genauer gesagt um teil- oder vollautomatisiertes Fahren oder hochautomatisiertes Fahren. Aber egal, ob nun teil- oder hochautomatisiert, es ist eine grundlegende Veränderung im Autofahren mit dem, was wir hier zu tun haben. Computer sollen Aufgaben übernehmen, die bis jetzt selbstverständlich zum Autofahren gehörten, wie Geschwindigkeit reduzieren, wenn es plötzlich glatt ist, Verkehrsschilder erkennen und seine Fahrweise darauf einstellen oder im Extremfall auf ein Hindernis reagieren, egal ob Mensch, Tier oder Gegenstand auf der Straße. All diese Entscheidungen sollen dann im Zusammenwirken in der Zukunft dann im Zusammenwirken mit dem Computer getroffen werden. Das sind Fragen mit einer Tragweite, die viele von uns, mich schließt das ein, nicht überschauen können. Und das soll mal eben binnen weniger Wochen durch den Bundestag gepeitscht werden. Erst im Dezember wurden wir mit dieser Frage konfrontiert. Das ist doch unverantwortlich. Für solche Entscheidungen brauchen wir doch Zeit und das Wissen, über das viele von uns noch nicht verfügen. Geradezu absurd ist auch, dass die Automatisierung des Autofahrens im Straßenverkehrsgesetz, das jetzt schon da reinschreiben zu wollen, ohne zum Beispiel die Ergebnisse der von der Bundesregierung selbst initiierten Testfelder auf der Autobahn auszuwerten. Schon beim Thema Haftung bei Unfällen mit teil- oder hochautomatisierten Autos wirft der Gesetzentwurf Fragen auf, die nicht beantwortet sind. Im Gesetz steht, dass der Fahrzeugführer beim hochautomatisierten Fahren unverzüglich das Steuer wieder übernehmen muss, wenn das Fahrzeug ihn dazu auffordert. Diese Formulierung ist so unscharf, dass selbst Sie, Herr Minister Dobrindt, fälschlicherweise davon ausgehen, dass man bei diesen Autos mal eben schnell E-Mails bearbeiten darf, weil es schließlich möglich ist, unverzüglich das Steuer wieder zu übernehmen. Studien und Fahrsimulatoren haben gezeigt, dass mindestens 15 Sekunden nötig sein können, um sich von einer fahrfremden Tätigkeit wieder ins Verkehrsgeschehen einstellen zu können. Ist das unverzüglich? Wenn hier am Mikrofon jetzt 15 Minuten verstreichen würde, es würde, glaube ich, jedem offensichtlich werden, mit welchen Dimensionen wir es im Straßenverkehr auch zu tun haben. Zum Thema Datenschutz. Bei teil- oder vollautomatisierten Fahren muss bei Unfällen zweifelsfrei geklärt werden, ob das Auto oder der Mensch gesteuert hat. Deshalb soll eine Blackbox installiert werden, die 3 Jahre lang die Fahrdaten aufzeichnen soll. Das ist Vorratsdatenspeicherung im Straßenverkehr, völlig unakzeptabel, genauso wie die Frage des Zugriffs auf die Daten. Aber für mich viel wichtiger, und ich hoffe für viele andere auch, sind die ethischen Fragen. Die spielen aber im Gesetzentwurf überhaupt keine Rolle. Nicht etwa, weil diese ausführlich diskutiert und entschieden sind. Die vom Verkehrsminister eingesetzte Ethikkommission ist zwar nötig und arbeitet auch, aber sie wurde erst nach entsprechenden technologischen Entscheidungen eingerichtet. Sie muss doch erst mal ihre Arbeit beendet haben, um ein Gefühl, ein Gespür dafür zu bekommen, was wir entscheiden müssen und was nicht. Und zwar bevor über eine Strategie über automatisiertes oder vernetztes Fahren beschlossen wird. Ethische Fragen über den Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen müssen doch entschieden werden, bevor im Straßenverkehr, der tausende Tote und zehntausende Verletzte verursacht, vollautomatisiert oder teilautomatisiert wird. Den Grund für die Eile lesen wir im Begründungsteil.
des Gesetzentwurfs. Da finden wir die Begriffe Leitanbieter werden, Vorreiterrolle sichern, Innovation und Wirtschaftsstandort Deutschland sichern. Herr Minister, Sie haben es eben sehr deutlich gemacht, worum es eigentlich geht und um wessen Interessen es geht. Wer so an neue Techniken herangeht, der nimmt keine Abwägung von Ethik und ökonomischen Fragen vor. Die sind dann quasi schon vorab entschieden. Die Linke macht diese besinnungslose Technik-Euphorie nicht mit. Wir müssen entscheiden, wie wir leben und auch mobil sein wollen. Dann kommen die Entscheidungen über die Technik und dann kommen die Entscheidungen über die Veränderung des Straßenverkehrsgesetzes. Das ist die richtige Reihenfolge für verantwortliches Handeln, und dafür und nur dafür ist die Linke zu haben. Vielen Dank, Herr Kollege. Herbert Behrens war das für die Linksfraktion. Nach ihm jetzt Sören Barthol, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf dem Weg hierhin bin ich an einem Plakat des Art Directors Club vorbeigekommen. Die Elite der deutschen Kommunikationswirtschaft wirbt mit folgendem Slogan für ihr Festival: Deutschlands Motto, Vorschrift statt Fortschritt. Klingt erstmal so, naja, und ist außerdem ein Vorwurf, der auch in der Debatte um das automatisierte Fahren im Raum steht. Aber wie so vieles im Leben, liebe Werberinnen und Werber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch hier alles eine Frage der Balance. Apropos Frage: Beim heutigen Thema stehen einige Fragen im Raum. Wie weit ist die Technik eigentlich schon? Ist die weitere Entwicklung Evolution oder Eruption? Wollen wir uns von der Technik bestimmen lassen oder nicht? Wie lösen wir das Problem, dass lange Zeit hochautomatisierte und herkömmliche Fahrzeuge parallel fahren werden? Vorweg, ich bin ein Befürworter des automatisierten Fahrens. Ich unterstütze auch das Vorhaben des Bundesverkehrsministers, das Testfeld, auch den vorliegenden Gesetzentwurf. Warum? Weil ich glaube, dass das automatisierte Fahren eine Riesenchance für die deutsche Automobilindustrie ist, Vorreiter in einem zukunftsweisenden Bereich zu sein. Eine Chance, die wir nicht vertun dürfen, gerade auch im Hinblick auf die Vielzahl der Arbeitsplätze, die in der traditionellen Automobilindustrie in den nächsten Jahren auch durch Veränderungen von Mobilität unter Druck geraten. Was passiert, wenn ich die Hand vom Lenkrad nehme und die Maschine übernimmt? Wir brauchen dringend eine Rechtsgrundlage für das automatisierte Fahren, und ich halte diesen Vorstoß allerdings nicht alleine aus wirtschaftlichen Gründen für wichtig. Ich glaube darüber hinaus, dass das automatisierte Fahren das Potenzial hat, die Verkehrssicherheit in Deutschland deutlich zu erhöhen. Der Mensch ist in einigen Situationen die größte Gefahr im Verkehr. Die Zahl der Unfälle auf Autobahnen würde sich unter Einsatz entsprechender Systeme deutlich verringern und die Sicherheit auf unseren Straßen erhöhen. Ich weiß, wie überzeugt manche Kollegen von ihren eigenen Fähigkeiten als Autofahrer sind. Aber glauben Sie mir, auch wenn einige das nur ungern hören, der Algorithmus kann auf der Autobahn sicherer fahren als Sie und ich, sofern die bestimmungsgemäße Verwendung sichergestellt ist. Ich möchte in dieser Debatte aber auch noch einmal eins ganz klar sagen. Das hochautomatisierte Fahren, über das wir im Moment reden, hat mit dem in der Diskussion immer wieder vorgebrachten Bild des Autofahrenden, der auf dem Fahrersitz die Augen schließt, sich tiefenentspannt von A nach B fahren lässt, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wer von dieser Art des Reisens träumt, gestatten Sie mir die Werbung für unser Schienenpapier, der sollte auch in naher Zukunft lieber die Bahn nutzen. Das hochautomatisierte Fahren erfordert eine Grundaufmerksamkeit des Fahrers, und zwar permanent. Der Fahrer muss unverzüglich, so steht es auch im Gesetzentwurf, die Kontrolle über sein Fahrzeug übernehmen, wenn das System die Übernahmeaufforderung erteilt, was jeden Moment geschehen kann. Natürlich. Das, was hier technisch möglich ist, wird in naher Zukunft möglicherweise rasch zunehmen. Sie werden sich also noch ein bisschen weiter zurücklehnen können, solange die Grundaufmerksamkeit gewährleistet ist, solange Sie eben nur so entspannt sind, dass Sie unverzüglich jeden Moment die Kontrolle übernehmen können. Beim hochautomatisierten Fahren sprechen wir also über eine Erleichterung, mehr Fahrkomfort, mehr Sicherheit, über eine große Evolution der schon vorhandenen Assistenzsysteme, ein Schläfchen auf der Autobahn. Nein, das gibt es noch nicht. Ich komme zu den ethischen Fragen von Mensch und Maschine. Wir können keine Algorithmen verklagen, falls etwas passiert, falls das System versagt, falls ein automatisiertes Fahrzeug einen tödlichen Unfall verursacht. In deutschen Gerichten können keine Roboter verklagt werden. Auf der Anklagebank sitzt immer ein Mensch, Fahrer, Hersteller oder die oder der das System möglicherweise fehlerhaft programmiert hat. Und es bleibt kompliziert. Nach welchen Kriterien sollen die Systeme programmiert werden? Etwa wenn ein Unfall nicht zu verhindern ist, wie handelt das System? Unser Grundgesetz verbietet in zivilen Situationen jedes Abwägen nach Leben. Kein Menschenleben ist mehr wert als ein anderes. Was soll der Algorithmus tun in einer Situation, in der der Mensch vermutlich intuitiv oder reflexartig entscheidet? Ich habe auf diese Fragen keine Antwort.
Es ist aber sinnvoll, sich derartige Fragen bei der Einführung einer neuen Technologie zu stellen und nicht erst, wenn am Ende das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die aktuelle Debatte um die Entsorgung des Atommülls ist für mich ein alarmierendes Beispiel dafür, wie die Einführung einer neuen Technologie nicht laufen sollte. Minister Dobrindt hat eine eigene Ethikkommission eingerichtet. Lieber Kollege, diese Kritik sei an dieser Stelle mal erlaubt. Sie hätten hier lieber den Nationalen Ethikrat zu Rate ziehen müssen. Offene Flanken sehe ich auch beim Datenschutz. Es muss klar sein, welche Daten wo und wie lange gespeichert sind, unter welchen Umständen sie anonymisiert an Dritte herausgegeben werden können. Im weiteren parlamentarischen Verfahren bei der kommenden Anhörung werden wir Lösungen suchen, die auch am Ende die Zustimmung des Bundesrates finden. Sie sehen, Fortschritt geht nicht ganz ohne Vorschrift. Ich möchte diesen beiden eingangs zitierten Schlagworten abschließend noch ein drittes hinzufügen. Es heißt Vorsicht. Von den in Dubai vollmundig angekündigten Drohnen, die die Bewohner dort schon im Sommer durch das Emirat fliegen sollen und für deren Benutzung man, wie der Spiegel schrieb, viel Mut und Glauben mitbringen müsse, sind wir in Deutschland weit entfernt, aus gutem Grund. Blinde Fortschrittsgläubigkeit hat in der Menschheitsgeschichte selten zu etwas Gutem geführt. Die griechische Mythologie ist voll von warnenden Beispielen. Ein volle Kraft voraus, eine Augen-zu- und Durch-Mentalität beim automatisierten Fahren würde in einer Katastrophe enden. Ich plädiere also für den vorliegenden Gesetzentwurf, der das automatisierte Fahren in engen Grenzen, gerade auch auf Abschnitten deutscher Autobahnen, zulässt. Wenn es uns gelingt, die Fragen, die auch, wie ich finde, der Bundesrat zu Recht in seiner Stellungnahme angemahnt hat, im parlamentarischen Verfahren zu klären. Ich wünsche mir zudem ein gründliches Nachdenken, eine breite, wirklich breite Debatte über die ethischen Fragen, die sich spätestens mit dem autonomen Fahren stellen. Eine Debatte, die sich dem Fortschritt nicht verschließt, sich dabei aber der eigenen Möglichkeiten und Grenzen auch bewusst ist. Die müssen wir nicht nur, aber eben auch in diesem Hause führen. Vielen Dank. Für die Fraktion Bund sich noch. Sören Bartol war das für die SPD-Fraktion, der hier auf einige Probleme des automatisierten Fahrens hingewiesen hat. Weiter geht es jetzt mit Steffen Kühn, dem verkehrspolitischen Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Verkehrsminister Dobrindt, ich finde es gut, dass Sie unsere Papiere lesen. Sie lesen aber sehr selektiv. Ich empfehle die Lektüre meiner Rede zur Änderung des Wiener Abkommens, weil da würden Sie die Chancen, die ich durchaus beim automatisierten Fahren sehe, dort nachlesen können. Allerdings, die Chancen, die Sie beschreiben, erfüllen sich mit diesem Gesetz in keiner Form, denn Sie vertreten nur die Interessen der Autohersteller. Mit dem Gesetz laden Sie die Haftungsrisiken bei den Autofahrern ab und schaffen erhebliche Rechtsunsicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Automatisiertes Fahren soll es Autofahrern ermöglichen, fahrfremde Tätigkeiten auszuüben. Das ist aber überhaupt nicht möglich. Das Gesetz verlangt von den Fahrzeugführern, die technischen Systeme jederzeit manuell übersteuern oder deaktivieren zu können. Ist die Möglichkeit der Übersteuerung oder Deaktivierung durch den Fahrer überhaupt in jedem Fall sinnvoll? Eine Systemübernahme in kritischen Verkehrssituationen könnte den Fahrer überfordern. Müsste man hier nicht differenziert vorgehen? Der Gesetzentwurf lässt offen, was der Fahrer bedenkenlos tun kann, während der Computer das Auto lenkt. Der Fahrer soll den Autopiloten überwachen. Er muss zum Beispiel erkennen, dass die Umstände für automatisiertes Fahren nicht mehr vorliegen. Müsste das aber eigentlich nicht der Computer machen? Welche fahrfremden Tätigkeiten der Fahrer übernehmen darf, wird überhaupt nicht geregelt. So wird Rechtssicherheit nicht geschaffen. Wer will da schon die Hände vom Lenkrad nehmen, wenn er die Verantwortung nicht ebenfalls abgeben kann? Unklar ist auch, was eigentlich die Übernahmezeit vom automatisierten zum manuellen Fahren, was in der Übernahmezeit vom automatisierten Fahren zum manuellen Fahren passiert. Was muss das Auto eigentlich tun, wenn der Fahrzeughalter die Kontrolle doch nicht schnell wieder übernehmen kann? Muss der Computer den Warnblinker anschalten und sofort nach rechts fahren und anhalten? Das wird überhaupt nicht geregelt. Die Hersteller tragen die Verantwortung für das Funktionieren der technischen Systeme. Das Gesetz aber lädt die Gefährdungshaftung bei den Autofahrern ab. Das ist nicht akzeptabel. Wenn die technischen Systeme das Fahrzeug führen, muss auch die Haftung auf die Hersteller übergehen.
Auch die Bestimmungen zum Datenschutz sind indiskutabel. Die Fahrzeuge werden zur Datenkrake, wenn die Fahrzeugdaten bis zu 3 Jahre lang gespeichert werden. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen kritisiert das zu Recht als Vorratsdatenspeicherung von Fahrdaten. Wie werden Daten geschützt, um Manipulation und Missbrauch zu verhindern? Keine Antworten dazu im Gesetz. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz werden Sie die Bürgerinnen und Bürger nicht vom hoch- und vollautomatisierten Fahren überzeugen. Wer sich teure Autopiloten als Ausstattung kauft, will Rechtssicherheit haben und wirklich beim Fahren entlastet werden. Ich stimme den Rednerinnen und Rednern zu, die gesagt haben, wir brauchen eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, was wir Maschinen überlassen wollen, und keine gesetzgeberischen Schnellschüsse. Wie ist eigentlich die Arbeit der schon beschriebenen Ethikkommission in den Gesetzentwurf eingeflossen? Wie gehen wir mit Dilemmasituationen um? Ich finde dazu nichts im Gesetzentwurf. Herr Dobrindt, so wird es nichts mit dem Leitmarkt für automatisiertes Fahren. Sie verpassen erneut die Chance, die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Das ist schade und traurig. Das Wort hat jetzt die Kritik von Stefan Kühn für Bündnis 90 Die Grünen war das am vorliegenden Gesetzentwurf. Weiter geht es jetzt mit Steffen Bilger, CDU/CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Alexander Dobrindt hat in seiner Rede eine erschreckende Zahl genannt. Über 90% der Autounfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Moderne Fahrassistenzsysteme bieten enorme Chancen, das Unfallrisiko zu reduzieren. Studien gehen davon aus, dass bereits die Fahrassistenzsysteme, wie sie heute vielfach im Einsatz sind, die Schadenshäufigkeit bis zu 75% senken können. Dies lässt erahnen, welche Chancen sich durch hoch- und vollautomatisierte Systeme eröffnen. Die technischen Systeme machen im Gegensatz zu Menschen kaum Fehler, sind nicht erschöpft oder unkonzentriert und verfügen über eine weitaus schnellere Reaktionsfähigkeit. Neben der Verkehrssicherheit bietet das automatisierte Fahren viele weitere Potenziale im Sinne einer effizienteren und nachhaltigeren individuellen Mobilität, beispielsweise durch eine Optimierung des Verkehrsflusses, durch die Reduzierung von Stauereignissen und damit auch von verkehrsbedingten Emissionen. Und natürlich sind auch die Vorteile des automatisierten Fahrens für den Einzelnen revolutionär. Die Zeit während des Autofahrens kann für viele sinnvolle Dinge eingesetzt werden. Und das Auto wird so mehr und mehr zu einem weiteren Ort, an dem gearbeitet oder entspannt werden kann. Hier geht es um Systeme, die in bestimmten Lagen, zum Beispiel auf der Autobahn, zeitweise die Fahrzeugsteuerung übernehmen. Die technische Entwicklung auf diesem Feld schreitet rasant voran. Wir werden schon bald entsprechende Systeme auf dem Markt haben, und daher müssen wir jetzt handeln, um einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Systemen zu gewährleisten. Systeme, die wir nicht kennen, diese Entwicklung wirft für Gesellschaft und Politik drängende Fragen auf. Wann dürfen automatisierte Fahrsysteme eingesetzt werden? Welche Möglichkeiten und Freiheiten eröffnen mir die Systeme als Fahrer? Wer haftet bei einem Unfall? Gehe ich als Fahrer ein Risiko ein, wenn ich solche Systeme benutze? Das alles sind Fragen, die sich mit dem automatisierten Fahren stellen. Und ich denke, es ist nur allzu gut nachvollziehbar, dass diese Fragen auch viele verunsichern. Und deswegen wird mit Recht auch von uns eine Antwort erwartet. Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Systemen bedarf klarer Vorgaben und Regelungen, meine Damen und Herren. Gleichwohl kann es aber nicht sein, dass jetzt von einigen Rednern hier nur mögliche Risiken in den Vordergrund gestellt werden. Wir sollten positiv an diese große Innovation herangehen. Wir sollten die Zukunft gestalten. Das sollte unser Anspruch sein in Deutschland, gerade als Autoland Deutschland. Zukünftig wird es für den Fahrer bei Aktivierung eines hoch- oder vollautomatisierten Systems möglich sein, sich vom Verkehrsgeschehen abzuwenden, beispielsweise im Internet zu surfen, E-Mails zu beantworten. Aber er wird natürlich auch in die Verantwortung genommen, die Fahrzeugkontrolle auf Aufforderung des Systems oder bei Unregelmäßigkeiten wieder zu übernehmen und die Systeme ausschließlich bestimmungsgemäß und für den zugedachten Zweck einzusetzen. Das schafft Klarheit für alle Beteiligten. Bewusst sind einige Punkte nicht im Detail geregelt im Gesetzentwurf. Bewusst haben wir auch eine baldige Evaluierung vorgesehen. Das zeigt, dass wir noch nicht genau wissen, wie die Zukunft aussehen wird, wir die Herausforderung aber annehmen und einen geeigneten Rahmen schaffen. Der Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Automobils. Wenn wir mit den Regelungen Mensch und Computer rechtlich teilweise gleichstellen, setzt dies aus Beweisgründen zwingend voraus, dass die Systeme in einer Art Blackbox aufzeichnen,
wann das Fahrzeug vom Fahrzeugführer gesteuert wurde und wann das System die Kontrolle innehatte. Um Unfall- oder Schadensereignisse und damit verbundene Haftungsfragen zu klären, ist eine Übermittlung der Daten an entsprechende Behörden oder beteiligte Dritte unabdingbar. Eine solche Datenübermittlung ist aber auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Meines Erachtens trägt der vorgelegte Gesetzentwurf dieser Anforderung Rechnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gesetzentwurf haben wir die Möglichkeit, Deutschland zum Vorreiter beim automatisierten Fahren zu machen und die dafür notwendigen Grundlagen weltweit erstmalig verkehrsrechtlich zu verankern. Das automatisierte Fahren wird das Reisen im Automobil sicherer, nachhaltiger, bequemer und attraktiver machen. Lassen Sie uns diese große Chance nutzen. Vielen Dank, Herr Kollege. Steffen Bilger war das für die CDU-CSU-Fraktion, der hier den Gesetzentwurf verteidigt hat. Weiter geht es mit Andreas Rimkus, SPD. Kolleginnen und Kollegen, ja, in der Tat, wir beraten in erster Lesung ein Gesetz, was besonders ist. Es ist ein besonderes Gesetz, weil wir etwas regeln wollen, was es in dieser technischen Reife ja noch gar nicht auf unseren Straßen gibt. Für mich jedenfalls ist es an der Stelle ein besonderes Gesetz und für mich auch das erste in dieser Art. Umso spannender sind natürlich auch die Diskussionen, die wir führen in Fachforen, die wir lesen können in Artikeln. Aber eins ist auch klar, die automatisierten Assistenzsysteme gibt es ja schon heute. Sie sind Realität. Sie sind schon heute wichtiger Bestandteil moderner Fahrzeuge, Systeme, die uns dabei helfen, einzuparken, die Geschwindigkeit zu regulieren oder sogar schon einen Teil der Fahrzeit alleine zu übernehmen. Denken wir an Distanzkontrollen mit Querführung, alles schon da. Innovative Unternehmen werden also immer mehr solcher Produkte und Systeme an den Markt bringen, die uns das Leben auf der Straße erleichtern. Im Übrigen, lieber Udo Schiefner, das gilt auch in der Logistik, wie ich finde, auch ganz besonders, denn auch da können wir vieles, vieles machen. Und es ruft, ich finde auch zu Recht, die Politik auf den Plan, denn wir wollen gestalten. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, denn es ist unsere Aufgabe, neue Technologien zu rechtssicheren Bereichen zu führen, für die Hersteller, aber vor allen Dingen für die Verkehrsteilnehmenden Sicherheit herzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Grundsatz geht es darum, den Prozess zu hoch- und vollautomatisierten Verkehrsflüssen zu begleiten, auch wenn dieser Prozess natürlich noch viele Fragen aufwirft. Es ist wichtig, diesen Weg proaktiv zu beschreiten, damit wir das höchstmögliche Maß an Klarheit schaffen. Denn wenn es konkret wird und Unfälle passieren, können wir es nicht alleine den Betroffenen überlassen, Fragen der Haftung, Datennutzung und am Ende auch Schuldfragen zu klären. Daher brauchen wir ein deutliches Bekenntnis zur Technologie, aber vor allen Dingen einen klaren Rahmen zu ihrer Nutzung. Es ist deswegen wichtig, schon bei der Zulassung der Fahrzeuge darauf zu achten, dass möglichst klar dokumentiert ist, was die Fahrzeuge können, ja, und aber auch, was sie noch nicht können. So lassen sich bereits heute schon technische Barrieren einbauen, die einen Missbrauch oder eine missbräuchliche Verwendung, eine nicht bestimmungsgemäße, zu erschweren, zu verhindern. Hier sollten wir bereits im Gesetz klare Vorgaben zu technischen Standards machen, um den sicheren Gebrauch nach vorne zu bringen. Mit dem vorliegenden Entwurf bleibt der Fahrer oder die Fahrerin zu jedem Zeitpunkt Fahrzeugführer, Fahrzeugführerin. Wird jedoch ein Unfall durch ein hochautomatisiertes System verschuldet, ist zu klären, inwieweit fahrende Personen haftbar gemacht werden können. Kann es sein, dass ein fehlerhaftes System den Fahrer oder die Fahrerin schuldbar macht? Sollte es sein, dass ich haftbar gemacht werde, wenn ich dann diese berühmte E-Mail lese und das Fahrzeug einen Unfall baut, obwohl es mir suggeriert, es könnte selbstständig fahren? Hier gilt es, die Nutzenden solcher Systeme so zu schützen. Ich denke, dass wir dazu in den Anhörungen noch sachdienlich Hinweise bekommen werden. Unfallhergänge allerdings sind nachvollziehend nur dann funktionierend, wenn Daten erfasst werden können. Das ist doch vollkommen klar. Dies zu regeln ist übrigens auch eine zentrale Aufgabe unseres Gesetzes. Hier muss geklärt werden, wer, warum, wann, was, wie lange speichern kann oder gar muss, an wen Daten versandt werden und wie dies organisiert wird. Auch hier hat der Bundesrat ja Hinweise gegeben, die wir genauer ansehen sollten. Daten sind ein wichtiger Bestandteil der Technologie, doch ihre Erfassung, Nutzung und Weiterverarbeitung müssen klar geregelt werden. Wir werden sie brauchen, wenn wir innovativ sein wollen, aber das kann nicht auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher gehen. Hier brauchen wir einen Ausgleich, der Raum für Innovationen schafft, herausarbeitet, welche Verantwortung wir haben, aber ohne Bürgerrechte und Freiheiten zu gewähren. Deswegen ist es gut, dass das Gesetz eine Evaluation nach 2019 vorsieht.
allerdings nur für den definitorischen und Nutzungsverhaltungsteil. Wir plädieren aber, weil es unbekanntes Territorium ist, dafür, dass eine Gesamtevolution in den Blick genommen wird. Wir haben mit unserem Antrag die intelligente Mobilität fördern, die Chancen der Digitalisierung für den Verkehrssektor nutzen aus dem letzten Jahr der Koalitionsfraktionen beschlossen, dass wir das Zusammenspiel zwischen Automatisierung und Vernetzung auf der Straße voll ausschöpfen wollen und so auch die Vorteile der automatisierten Fahrens für die Straße des 21. Jahrhunderts. Diese braucht auch normierte Technologien, und zu diesen klaren Regelungen zum Datenschutz und der Datensicherheit bei der Übertragung kommen natürlich dann auch die digitale Infrastruktur, die die Vernetzung von physischen Dingen es ermöglicht, sowie auch die begleitende Forschung und Entwicklung. Wenn wir also die Fahrzeugseite abschließend beraten haben, freue ich mich auf die weiterführende Arbeit auf der Infrastrukturseite und danke fürs Zuhören. Vielen Soweit Dank, Andreas Rimkus für die SPD-Fraktion. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Thomas Jatschambeck für die CDU-CSU. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also ich kann mich noch erinnern, wenn man im Schullandheim als Schüler war und die Lehrer einem irgendwie etwas nicht durchgehen lassen wollten, dann war das letzte Argument, was immer funktionierte in Deutschland, zu sagen, das ist nicht versichert. Und genau das ist eins der Probleme, die wir hier haben. Und deshalb bin ich froh, dass wir das hier heute lösen und trotz einer Reihe von Wortbeiträgen, die mich doch sehr skeptisch stimmen über die Fortschrittstauglichkeit des Bundestages, dass wir doch zumindest jetzt mal an dieser Stelle dieses entscheidende Kriterium rausnehmen bei den hochautomatisierten Fahrzeugen, nämlich es ist dann künftig versichert. Und mich ärgert das persönlich sehr, dass wir ständig in den Medien sehen, dass dann auf einmal das Google-Auto in Kalifornien rumfährt und was da nicht alles für tolle Innovationen sind. Und dass das nicht pausenlos abgebildet wird eigentlich bei uns. Und deshalb bin ich dankbar, dass wir das Testfeld auf der A9 haben, um selber auch mal ein Schaufenster für Innovationen zu haben. Und dass wir nun selbst dabei sind, auch mit hartem Ringen ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass wir eben nicht das 78. Land auf der Welt sind, wo hochautomatisierte Autos fahren können, sondern dass wir hier vorne sind. Und ich hoffe ernsthaft, dass all diejenigen, die hier vorhin so viele Bedenken genannt haben und Risiken artikuliert haben, dass die irgendwie noch die Kurve zur Innovation hinkriegen. Denn mit dieser Einstellung würden wir heute alle noch mit dem Fahrrad fahren. Wir waren doch die Nation, ich fahre übrigens gerne mit dem Fahrrad, aber selbst gewählt. Wir haben doch vor über 100 Jahren, waren wir die Nation, die wirklich absolut euphorisch war für neue Technologie, die das Auto und andere Dinge erfunden hat. Und manchmal frage ich mich, wo ist der Geist eigentlich geblieben, den wir hier damals mal hatten? Nein, Kollege Bartol hat dazu auch schöne Beispiele geliefert. Und eins davon ist diese Frage der Ethik. Ja, wie soll sich das Auto denn entscheiden? Da steht links die junge Mutter und rechts die alte Dame. Und was ist jetzt die ethische Entscheidung, wenn das Auto nicht mehr anders kann, als jemanden umzufahren? Sie müssen mal eins machen. Reden Sie mal mit Leuten, die Ahnung von Technik haben. Bis ein Fahrzeug in der Lage wird, überhaupt eine Alte von einer Mittelalten, einer jungen Frau zu unterscheiden, wird eine verdammt, verdammt lange Zeit dahingehen. Und wir diskutieren Probleme, die es gar nicht gibt, weil ein Fahrzeug gar nicht in der Lage sein wird, diese Unterscheidungen vorzunehmen. Genau, der Prozess, Kollege Bartol, ist die Frage, ob wir heute eine Liste machen von 143 Problemen und Risiken, die eigentlich gar nicht lösbar sind, weil wir wissen, dass es gar keine Technik dafür gibt, oder ob wir uns jetzt endlich mal darauf konzentrieren, das zu machen. Und ich bin für das Machen. Und ich glaube, dass wir vor allem auch das Thema Daten anders beleuchten müssen, auch gerade als Kollege Kühn das hier beschrieben hat. Denn die Frage ist doch, was wird denn am Ende das entscheidende Kriterium sein in 10 oder in 15 Jahren bei dem selbstfahrenden Auto? Bei mir in Düsseldorf werden viele Leute so ein Ding gar nicht mehr selbst kaufen. Die werden es als Carsharing nutzen, weil es auf Knopfdruck zu einem fährt, das liefert einen ab, man braucht gar keinen Parkplatz mehr zu suchen, ist doch super. So, und die Frage wird dann vielleicht diejenige sein, muss ich mein Auto mit der App rufen und das kommt erst irgendwann? Oder weiß Google so viel über mich, dass das Google-Auto einfach schon vor der Tür steht und deshalb einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil hat? Und das beschreibt exakt die Situation im Datenschutz, die wir schon seit langer Zeit haben. Wer in Deutschland eine Firma gründet, ein Start-up oder seinen mittelständischen Betrieb digitalisieren will, der muss sich an unvorstellbare Vorschriften des Datenschutzes halten. Und bei Google und Facebook, da geht einfach alles.
ohne dass da ernsthafte Sanktionen und Restriktionen am Ende folgen. Man hört immer wieder neue Beispiele, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Und deshalb müssen wir für Chancengleichheit sorgen und endlich mal aufhören, auch das Thema Daten nur aus der Risikoperspektive zu betrachten. Wir werden mit der Automobilindustrie nur erfolgreich sein, wenn wir auch bei der Datenverarbeitung die Besten weltweit werden. Und daran müssen wir arbeiten. Vielen Dank. Soweit die Meinung von Thomas Jastrzębek für die CDU-CSU-Fraktion. Wir müssen arbeiten, sagte er, an dem Umgang, an einem besseren, vernünftigeren Umgang mit Daten. Ja, meine Damen und Herren, für uns endet an dieser Stelle die Übertragung der Sitzung des Deutschen Bundestages.